Ja, hallo zusammen, da bin ich wieder mit meinem Let's Play von Tenchu Wrath of Heaven. Und nach der sehr kurzen letzten Folge mache ich hier direkt weiter, also wirklich direkt. Und ja, ich kann mich noch sehr gut daran erinnern, also wir sind jetzt auf dem Weg zum Friedhof. Wow, kostet das viel, okay, krass. Und, das ist so. Und wir sollen halt jetzt zu Senkichi gehen und unseren Sold abholen für unseren Auftrag. Aber wie mache ich das denn jetzt mit dem Geld? Ich würde schon ganz gerne mehr Blasrohre mitnehmen jetzt, aber das kostet halt auch so viel. Hiervon kann ich zwei mitnehmen. Warte mal, wie ist das denn, wenn ich das so mache und so mache und... Nee, es geht nicht. Das ist blöd. Das ist jetzt richtig blöd. Ich glaube, ich bin dann mal mutig. Was ist das? Nee. Ich glaube, ich bin mal mutig und nehme keinen Heiltrank mit. Ich werde es wahrscheinlich bereuen, aber ist mir scheißegal. 50, was ist teurer? 90. Ja, dann nehmen wir das, komm. Ich nehme nur zwei Blasrohre mit und dann schaue ich mal, was in dem Level jetzt so abgeht. Und genau, wir waren ja beim letzten Mal in der Limestone-Kaverne. Und wir sollen jetzt zum Haus in dem Friedhof gehen. Okay. Pass auf, G-Nice Männer auf. Okay. Den Friedhof kennen wir ja auch noch. Da waren wir auch mit beiden, ne? Mit Rekimaru und Ayame. Ah, genau diese Struktur. Ja, ich verstehe. Hier findet man aber, glaube ich, einen Heiltrank. Ah, hier komme ich nicht rein. Okay, schade. Ne, hier bin ich schon direkt am Anfang. Aber ich bin aufmerksam, weil vielleicht, wie gesagt, gibt es hier einen Heiltrank. Die Beschreibung hörte sich jetzt nicht so an, als wenn hier ein Endgegner kommen würde. Muss ich gucken. Also. Ah! Oh! Ah, die! Ah, ich verstehe. Jetzt kommen die Typen. Okay. Ist kein Problem. Die kriegen wir hin. Warte, nein. Der dreht sich bestimmt gleich wieder rum. Seht ihr das? Ja, nein, mein Blasrohr verschwende ich noch nicht an dem. Oder doch? Oh, da ist... Nein, 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 nein. Oh Gott, geh weg. Da ist irgendwo noch einer. Ja gut, dann nutze ich halt ein Blasrohr. Da ist... Das sind nämlich zwei. Dann nutze halt das Blasrohr für den. Ah, so. Okay, da ist nämlich irgendwo noch einer, der mich fast entdeckt hätte. Ja, wo ist der? Der ist da unten, ne? Hat der Kohle hier? Ja, der hat Geld. Ah, seht ihr das? Das Geld darf ich nicht vergessen. So, alles klar, 10. Ah. Money, ja, ich mag auch Kohle, weil die brauche ich für Items. Wie gesagt, ich soll Kohle aufsparen und Items... Damit ich später, hat mir der Inkubus gesagt, damit ich später noch genug Kohle habe für Items. So, das ist ein Bogenschütze, das ist nicht so gut. Verstecke ich mich mal hier in dem Busch. Und hier runter und, oh, da ist noch einer, weg, 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 oh Gott. Was habe ich denn da gemacht? Weg, nein, ah Mann, was ist das denn? Ich wollte doch wegrennen, was hat... Ich habe leider X und Kreiszeit gleich gedrückt. Deswegen hat er mich da jetzt entdeckt. Ah, wieder klassischer Bedienungsfehler hier. Shit. Ah, ärgerlich. Ärgerlich. Ja, ist egal. Ich glaube, einmal entdeckt werden geht noch. Ne? So. Und weg mit dem. Weg mit dem, ey. Mann. So, der hier hat Kohle. Genau, der wollte nämlich die Kohle klauen. Das ist so lustig. Die Gegner hier klauen Kohle, obwohl die keine Kohle brauchen. Das ist auch irgendwie ein bisschen... Ja, keine Ahnung. Komische Logik, aber ist halt so. So. Hier geht's nicht weiter, ne? Hä? Moment mal. War hier hinten noch was? Ich werde mir jetzt auch mal angewöhnen, ein bisschen gründlicher die Level nochmal abzusuchen. Weil es kann ja sein, dass sich hier noch ein paar Items verstecken. Ne? Aber ich glaube, nee, hier ist nichts, hier kommt man nicht rein. Na gut, dann geht's weiter. Hier diese beiden Typen da. Ey.
So, hier rein, genau. Aber wofür war der Schlüssel im letzten Level? Das verstehe ich nicht. So, kein Giftreis, ja. Das ist, glaube ich, ein Item nur für Ninjas, ne? Oh! Oh nein! Oh Gott sei Dank. Hier rechts ist die Tür zugegangen, seht ihr das? So. So, jetzt. Und weg mit dem. So! Weg mit dir, du Penner! So, das ist direkt der Nächste. Kohle! Ja, 5, aber ist egal. Haben oder nicht haben. Oh, Labyrinth hier, okay. Ah ja, ich kenn's. Ich kann mich dran erinnern. Ah, von wo kommt der jetzt? Ah, von links, okay. Oh Mann. Oh Mann! Was mach ich denn jetzt hier? Hä? Moment mal. Was macht der? Da habe ich gerade irgendwie einen Bug in der Steuerung gehabt. Ah, er geht wieder weg. Da ist er doch. So, wenn er jetzt gleich kommt, dann gehe ich weg. Ah, er geht weg, alles klar. Sehr schön. So! Ja, geil. Ja, Kohle kann ich auch gebrauchen. Wie gesagt, also gebt mir alle euer Geld. So. Ja, hier kam ich her, aber vielleicht ist hier ein Bonus. Ja, eine Katze. Die habe ich nicht gesehen. Ah, seht ihr das? Hier ist nämlich ein Bonus. Eine Bombe. Und sonst ist hier nichts. Ne, okay. Das war dann der nette Bonus, ja. Alles klar, da ist, rennt die Katze wieder rum. Warte mal, ging das nicht? Genau. Ich kann auch Tiergeräusche machen hier. Aber wofür ist das? Diese Tiergeräusche, ich weiß es nicht. Ah, der ist hier unten irgendwo. Nice, nice. Ah, ich habe einen gesehen. Oh, den mache ich aber mit dem Blastrohr hier in dieser Blutlache. Ich weiß, ich verschwende damit möglicherweise schon mein Blastrohr, aber das ist besser, ey. Anstatt hier die ganze Zeit hier rumzuoxen und dann trotzdem entdeckt zu werden hier in dieser Lache. Nee. Nee, nee. Lieber nicht. Das sieht sowieso schon sehr gruselig aus hier. So. Voodoo-Puppe, ja geil. Jetzt sind wir bei Akuchi the Heartless hier gelandet. Schaut mal. Oh Mann. Naja, gut. Oh. Was? Ah. Hinter irgendwo. Hat der Kohle für mich? Ah, natürlich nicht. Okay. So, irgendwo hier. Hier geht's doch rechts oben, ne? Genau da. Sehr schön. Geh da hoch, bitte. Jawohl. Ah. So. Nix da, mein Freund. Wenn du dich umdrehst, bist du Ende. Bist du fertig. So, jawohl. Und jetzt. Und. Ah, Gott sei Dank. Ich war nicht nah genug dran, aber ist egal. Er hat Kohle gedroppt. 15. Na gut. Wie gesagt, ich glaube, je. Ich guck mal, ob das was bringt, um die Tiere hier zu beruhigen. Aber ich glaube nicht. Ich weiß nicht, was das für ein Gimmick ist, ey. Wofür das ist. So, da hinten ist der eine Typ. Nice Night, ja. So. Boah, ich bin jetzt mal extrem mutig. Ja! Geil! Oh, von vorne. Das ist geil. Reiß ihm das Herz raus. So muss das, Alter. Wie gesagt, ja, jetzt habe ich 30 bekommen. Je mehr Gegner man killt, desto mehr Kohle kriegt man auch. Ah, ich verstehe. So ist das hier aufgebaut und das hier ist eine Sackgasse, okay. Nee, das ist keine Sackgasse. Da geht's eigentlich weiter. Keine Ahnung. So, hier kam ich ja her. Hier ist auch nichts mehr. Okay, dann. Hier kann man auch keine Fähigkeiten lernen, ne, bei Teshu. Das ist irgendwie nicht drin. Keine Ahnung. So, hier rechts ist anscheinend noch irgendein Geheimnis. Ne, hier ist nichts. Schade, ich dachte, hier wäre nochmal ein Item oder so. Naja, egal.
wir sind ja jetzt nicht der, doch, wir sind eigentlich der alte Besonderer von Dienst. Aber wir sind auch ein Auftragskiller auf geheimer Mission hier. Wow! Oh. Das war heftig. Da habe ich mich gerade richtig erschrocken. So, hier links kommt doch noch einer, ja. Aber, nee. Moment mal. Da hinten ist der andere. Dann gehe ich jetzt mal hier hinter. Und schau mal, wo hier der Typ ist. Hier war nämlich auch noch einer. Oder? Oder war hier gar keiner? Ah, hier ist... Hä, aber hier... Hier hinter. Hä? Ah ja, warte mal. Dann gehe ich halt... So. Schau ich mir mal den Typen hier an. Der kommt nämlich gerade hier hinten. Das ist ganz praktisch. Leiser. So. Hi, mein Freund. Sandalen, ja. Könnte auch ein Deutscher sein, so wie der hier rumläuft. Naja. Ich habe neun Pfeilbogen. Ah, da hinten, seht ihr das? Das ist eine Rauchbombe. Sehr schön. Okay. So. Nee, Moment mal. Nee, da will ich noch nicht hin. Hier irgendwo rennt noch ein Gegner rum. Ich muss nochmal zurück hier. Aber hier ist es nicht. Ah, habe ich den übersehen oder was? Ich glaube, ich habe den jetzt verkackt. Ja, ja. Dann habe ich einen übersehen. Schade. Ja, den hätte ich eben killen müssen. Egal. Dann gehe ich mal weiter. So, wo war das denn? Das war ja hier, ne? Ja, genau. Einfach. Stopp. Langsam. So, was haben wir denn hier? Für einen Gegner. Da! So einen roten wieder. Oh Mann. Oh Mann, ey. Ich habe so Schiss vor denen. Mit denen will ich mich nicht anlegen. So, und weg mit dem. Yes! Geil! Sehr schön. Zack! Schöne Akupunktur hier. Ja. Ich komme ein bisschen vor wie Dr. House, ey. Ja, schon. So, was haben wir hier? Das muss man jetzt irgendwo raus. Ne? So, dann muss ich jetzt mal gucken, wo denn... Ah! Da unten ist doch einer. So, deswegen gehe ich jetzt hier noch nicht... Ah, hier kann ich, glaube ich, sogar runter erstmal. Ja. Hier kann ich erstmal runter. Moment mal, ich guck mal. Geht das hier? Dass man die ablenkt? Geht das? Nee, das geht leider nicht, aber ich sehe drei Gegner. Drei Gegner. Oh mein Gott. Nee, das geht leider nicht mit dem Pfeilbogen. So. Dann muss ich mich... Ah! Oh! Alter, was? Geh bloß weg, ey. Wie geht der denn? Oh Mann! Ah, okay, weg hier. Der hat nichts gedroppt. Okay, weg hier. Oh Mann, wer entdeckt mich denn da die ganze Zeit? Da hinten der. Ah, okay. Der hat nichts gedroppt, ne? Ne, Geizhals. Ne, okay. Dann der da, genau. Wetten, der dreht sich. Nein, Gott sei Dank. Okay, oh, sehr geil. Sehr nice. Oh Mann. Oh Mann. Puh. So, dann war jetzt in die Richtung noch der andere, aber ich muss Kohle sammeln hinter. Ich muss richtig Kohle sammeln hier. So, okay. Der andere ist hier oben, ne? Ich habe den hier schon gesehen. Nein, nicht hochgehen! Oh! Um Gottes Willen, ey. Aber 70? Ne, 64? Hä? Er geht... Ah, da hinten! Oh, den sieht man gar. Nein! Hä? Wie kann er mich entdecken? Was ist das für ein Penner? Hä? Ah, da drin ist auch noch einer. Ah, ich verstehe. So. Nein! Oh. Ah, hat er mich schon wieder? Ah, zweimal. Okay, dann warte ich jetzt lieber. Dann warte ich lieber ab jetzt.
So, okay. Ah nein, jetzt habe ich seine Route verkackt, ne? Ja, der dreht sich nämlich immer so komisch, seht ihr das? Da drin ist der nächste. So, okay. Jetzt aber, oder? Und? Jawohl, sehr schön. Den haben wir. Alles klar. Penner, Alter, hat mich zweimal entdeckt. Ah, er hat Kohle wenigstens, ja. Nur 5. Ah, ich glaube, ich weiß, wie der Modus hier ist für die Kohle. Man kriegt mehr Kohle, je mehr Gegner man unentdeckt killt, glaube ich. So. Nice Night, ja. Schön für dich. Da ist der Typ, so. Schade, dass man die hier nicht ablenken kann. Durch so irgendwelche Sounds. Soundgeschichten. So. Naja. Bin ich mal mutig hier. In dem Wissen, dass der eigentlich nicht hochgucken kann. Nice Night, ja. Dann dreht er sich jetzt rum, ne? Ja, sehr gut. Zack. Geil. Okay. Wunderbar. So, okay. Dann geht's weiter. So. Dann, zack, hier um die Ecke schauen. Da unten ist er doch, ja. Nice Night, ja, genau. Okay, und dann bist du tot. Noch einmal schön gestreckt vorm Tod, damit es auch nicht so auf die Muskeln geht. Ja, keine Ahnung. So. Dann hier. Sehr schön. So. Geht's mal weiter. Okay, ja, ich kann mich noch so ein bisschen hier dran erinnern. Deswegen geht das vielleicht ein bisschen schnell jetzt. Genau hier, ja. Hm? Jetzt mal weiter. Ja, wie gesagt, ich bedanke mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt hier bei Tengshul Wrath of Heaven. Und ja, wenn es euch gefällt, was ihr seht, lasst doch ein Like oder Kommi da. Würde mich sehr freuen. Und hier sind wieder 3 Gegner, das freut mich eher nicht so. Freue ich mich echt, wie ich das machen soll. 3 Gegner hier killen, ohne entdeckt zu werden. Das ist schon eine üble Nummer. So. So, wenn der jetzt gleich weggeht. Nein, 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 nein. Okay, weg. Weg hier. Oh, so. Okay. Alles klar, den haben wir schon mal. Sehr gut. Den einen haben wir schon mal. Der hat auch Kohle gedroppt. Die Kohle hole ich mir eben. Nein. So, die hole ich mir eben. 20. Ah, da hinten der. Dann ist der jetzt als nächstes dran. So. Dieser Krüppel da, ey. Ach du Scheiße. Nein! Fuck. Oh Mann, ist der schnell. Oh nee. Oh nee. Oh nee. Nee, nicht gegen so einen. Oh, die sind scheiße, ey. Fuck. Ja, das habe ich mir jetzt selber eingebrockt. Ugh. So. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh, shit. Oh, shit. Da hat er sich exakt rumgedreht. Bitter. Bitter. Naja. So. Und zack. Hast du davon. Ein Knochenbrecher hier. Mann! Wichser. Sorry, aber es ist so. Naja, gut. Dann hier lang wieder. So, dann wieder hier hin. Und dann den da unten noch killen. So, die Route kann man ja beobachten jetzt. Ganz in Ruhe. Ja, wobei. Also ich glaube, der geht ja nach links. Ne? Genau, ja. Genau. Und dann haben wir den auch. Sehr schön. Zack. Ja, nice night. Schöne Nacht, um zu sterben, mein Freund. So. Okay. Gut, dann würde ich sagen, gehen wir mal weiter. Immer schön den engen Gängen nach.
Oh, zugemacht, alles klar. Ich erschrecke mich da immer so. Ich kann nicht so um die Ecke gucken, das ist das Problem. Doch. Da liegt eine Granate, das ist schon mal gut. Die würde ich sagen. Ah, ich gehe hier voll auf einen zu. Nee. Okay. Nee. Wow! Oh! Wo kommt der denn auf einmal her? Alter Schwede! Oh! Ah, shit, hat er mich natürlich entdeckt. Ist klar. Ist klar, ey. Oh. Sowas ist immer ärgerlich. Fuck. Boah, wie... Alter, der ist hin und her gesprungen. Was für krasse Gegner es hier gibt, ey. Meine Güte. So, dann muss ich jetzt halt gucken, wie ich den hier kriege. Und... Zack! Von oben! Oh, erstmal von oben! Boah! Ja, Knochenbrecher. Ja, sehr schön. Hat er auch nicht anders verdient, ey. Penner. Mann! Ja, egal, komm. Weiter geht's einfach. Oder kam ich hierher? Nee. Okay, sehr schön. Ah, Ende. Okay. Damn it! Einfach mal eine scary Zwischensequenz. Ja, ich hab's ganz vergessen. Ich hab ja keinen Heiltrank hier. Das heißt, wenn hier ein Endgegner kommt, bin ich geschissen. Das wird interessant. Ja, wenn hier jetzt ein Endgegner kommt, dann ist scheiße. So, ja gut. Dann bleibt mir jetzt nicht an. Ich hoffe nicht, ey. Gibt's hier nicht irgendwo einen Heiltrank? Moment, hier, das Gebiet ist doch größer hier. Nee, anscheinend nicht. Ja, blöd. Ja gut, dann... Ne? Da hinten geht's aber noch weiter. Vielleicht war's das noch nicht. Warum ist das immer direkt vorbei? Das verstehe ich jetzt nicht. Aber, ja... Aber immerhin wieder Master of Assassins geschafft. Das ist schon mal gut. Das ist schon mal sehr geil. Auf jeden Fall. Ich habe noch ein paar mal Punkte bekommen wegen entdeckt. Ja, geil. Okay. Gut. Dann klicke ich mal weiter. So, Payment. Ja, Kohle, die brauche ich jetzt aber auch. Disguise. Ja, das werde ich nicht nutzen, glaube ich. Okay. Gut, dann schaue ich mir mal die nächste Cutscene an direkt. Yes, speichere das natürlich. Bitte. Und ja. Genau. Senkichi was dead. Teshu knew that it had to be Jinai. Because Jinai was the only one who knew about the secret handoff point for payment. Zenosuke would know what to do. Teshu rushes to the Ronin village to meet with Zenosuke. The town was infested with Jinai's men. Ah ja, also Jinai ist unser Hauptfeind und Zenosuke ist unser Boss sozusagen. Oder irgendwie unser Herrscher, keine Ahnung. Und wir sollen jetzt wieder ins Ronin-Dorf gehen und da wieder Zenosuke treffen. Und jetzt beim nächsten Mal kann ich schon wieder einige mehr Items mitnehmen. Das ist schon mal gut. Ja, aber Freunde, wie gesagt, also ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Wenn es euch gefallen hat, lasst doch ein Like oder Abo da. Und ja, dann bedanke ich mich fürs Zuschauen und wie es hier weitergeht, sehen wir beim nächsten Mal. Ne? Ciao, ciao.